Ich weiß jetzt nicht, wo ich eine Kürbislaterne herholen soll. Tut mir echt sorry. Aber du? Bleibst draußen. Ich dachte, das wäre Dingens gewesen. Hoppala. Hab ich mich wohl vertan, ne? Auf. Du geh mal wieder an. Welcher war das denn? Der Medizin fressen muss. Okay, er braucht eine Kürbislaterne. Muss ich mal gucken, wie ich eine Kürbislaterne kriege. Okay, gut. Aber einer von den Viechern muss, wie gesagt, Medizin fressen. Versuchen wir mal das nächste. Ich will ja auch mal haben. Am besten hätte ich, am liebsten hätte ich den. Weißt du, was ich mal versuche? Eine Kürbislaterne, hat er ja gesagt, wa? Wir schauen mal. Guten Morgen. Wie wäre es mit etwas Sämigem? Nein, so war das nicht gemeint. Kürbis. Kürbislaterne gefressen. 2, 3. Wir kaufen jetzt mal 3 Kürbisse. Dann bewegen wir uns nochmal Richtung Barts Tauschhandel. Ein neuer, du musst alle warten. Ah, nee. Ich kann das ja nur so machen. Pass mal auf. Ich dachte, ihr könnt jetzt jedes einzeln machen. Das ist doof jetzt. Was ist denn? Du musst alle. Bist du mit den Eis? So, okay. Ich wollte eigentlich jetzt schön. Hoppala! Du bist ein bisschen falsch. Was jetzt? Bitte! Sag niemand! Die haben Kürbis gefressen! Hey! Inka verfügbar, nochmal! Das ist unglaublich! Guten Morgen! Wie geht's uns heute? Morgen! Helfer, Putzmund! Ganz gut! Ja, laber nicht. Schweine labern auch nicht. Ich kaufe nochmal. Dann nochmal 3, wer weiß, was die jetzt noch alles fressen gleich. Blöden Schweine. Inka. Ja, was ist? Was ist denn? Verzeih, jetzt musst du an. Bist du mit den allgemeinen Tinkerbedingungen einverstanden? Ey, die fressen alle Kürbisse, die Schweine! Wie aufregend! Ich komme bald runter, um meine Kunst auszuüben. Ah, ich kann es also so, kann ich alles auf einmal machen. Also, jetzt okay, gut. Okay, jetzt haben die Beine. Kampf zwischen Barkbar und Pavol. Ich dachte, es wäre mal ein bisschen Platz genug jetzt hier. Scheiße da. Eigentlich meine Medizin? Ach, da. Der ist hier immer so treu doof. Ey, Leute! Ey, ich verprügle gleich jeden einzelnen von diesen Scheißviechern, ich schwör's. Was soll der Müll? Die fressen die ganzen meine Kürbisse. Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich will jetzt. Hast du es jetzt mal geschafft, die beiden scheiß Kürbisse zu fressen?
Ich will verdammt nochmal jetzt, dass er erst inkert. Ey, ich verprügel die jetzt, hundertprozentig. Wie geht's uns heute? Hellwach, putzmunter und in der. Ich verbrauche haufenweise Kohle für scheiß Kürbisse. Hört jetzt auf, diese Kürbisse zu fressen. Meine Fresse, das kostet mich auch Kohle die ganze Zeit. Ein neuer Tag mit du musst alle. Gold, ja. Inkern. So, und wer einer dieser Scheißviecher kommt jetzt den Dingern zu nah. Schwör ich. Ja, ich bin jetzt sehr wachsam. Ich leg mich gleich mit einer Sniper auf die Lauer. So, mach daraus jetzt eine Kürbislaterne, du Affe. Super, ist eine Kürbislaterne. Freu mich. Das bedeutet, den klappen wir auch mal zusammen. Haben wir jetzt hier Medizin und die Kürbislaterne. Das gibt's doch nicht! Ist genug Platz. Das heißt, die beiden werden sich die ganze Zeit prügeln. Ich glaube, die verkaufe ich gleich. Hat keinen Sinn. Apropos verkaufen. Wir brauchen mal ein bisschen Kohle wieder. Tausender. Ah, ist mir egal. Kannst du uns helfen? Cinemonkey, hab ich. Es wird Zeit. Einbuggen. Machen wir's denn? Ja, wenn sie sich jetzt noch einmal streiten, dann verkaufe ich per Woll. Achso, und was ich noch machen wollte die ganze Zeit, verdamm mich doch. Ich wollte doch jetzt hier mal ein bisschen... Bisschen hier, ne? Noch den Teich vergrößern. So. Muss ja keine gleichmäßige Form werden. Soll ein bisschen künstlicher aussehen. Weichsels.
seine Monkey ist auch wieder zurück. Das ist schon mal sehr praktisch. Ich frage mich, was ein Esel so bringt, weil ich sag mal, Schafwolle, Kuhmilch. Und was bringt ein Esel? Ich glaube, das weiß er selber nicht mehr so richtig. So, was du das mit der Medizin? Jetzt muss ich gleich mal nachschauen. Ich dachte immer, das wäre der Dingens gewesen, ey. Das sieht aber irgendwie doof aus, ne? Ja, das sieht bescheuert aus. Komm rein auf den Meter! Achso, er kriegt gerade da hoch. So, dann hoffen wir noch mal, dass da gleich dieses Biest da kommt. Dieses Biest. Eine Biest ist gerade abgehauen. Und du brauchst jetzt noch einen Newtguard, wa? Ich hab doch keinen Plan, wie ich jetzt einen Newtguard hier reinkriegen soll. Ich habe jetzt schon so viel Platz da drin, ne? Und trotzdem sind die alle außerhalb. Die haben Einpflanzen hier. Okay, mal, da ist hier noch ein bisschen Platz. Du könntest hier noch hin. Alles gar kein Problem. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen halt. Da ist er ja. Aufheben. Hinstellen. So. Der frisst ihn nicht. Komm schon. Friss. Bleibt er jetzt? Okay. Gut, jetzt haben wir eine saure Scherbe hier drin. Ich frage mich aber immer noch, so große Probleme macht. Jetzt würde ich ja gerne wissen, ob ich den jagen lassen kann, wa? Hier sein, um Anweisungen entgegenzunehmen. Also eine saure Shelby kann ich nicht jagen lassen. Denk an mich, wenn du ihn. So, ich krieg keinen Erfahrungspopel dafür, dass ich den jetzt hier. Aber ich habe jetzt schon hier Anzeige, dass er fröhlich ist. Kann man eine Behausung bauen? Morgen, Chef. Ich würde dir ein Schinkenbrot anbieten, aber ich habe gerade das letzte gegessen. Leider nicht. Bis bald. Bis bald. Jetzt habe ich noch eine andere Idee. Wie man ihn, weil normalerweise kannst du die umwandeln.
Ja, was ist? Was jetzt muss? Ja, nicht in Jahren oder was? Den kann ich ja nicht stinkern. Keine Angst, auf meinen Tinkerinstinkt kannst du dich verlassen. Ich hoffe, du hast beim nächsten Mal etwas Interessantes für mich. Tja. Also Bedingungen fürs Bleiben, 1 von 1. Hat Kürbislaterne gegessen. Gut. Paar haben wir schon mal. Ich kann gar nicht meine... Jetzt kann ich, wollte schon sagen. Ne, warte mal, das kann ausbleiben. Ich will noch wissen. Also ich finde den schon cool. Aber ich weiß nicht, wie man den umwandeln kann. Müsste ich mich nochmal genauer informieren. Die Leute, die hier scheinen nicht ganz zufrieden mit der Situation zu sein, die sie jetzt drin stecken. Komm mal, mein Kumpel. Die sind leider nicht würdig. Du bist ein bisschen unter dir, unter dich. Ja, ist ja gut. Ein saures Pinata ist bereit zur Verwandlung. Ah! Es hat sich in einen Kokon begeben, wo es sich in seine zahme Form verwandeln wird. Ah, cool! Okay, ich verteidige das jetzt. Was zum Fick ist das? Was ist das? Das sieht ja voll unspektakulär aus. Ist ja geil. Ja, wir haben ein Chairbot, meine Freunde. Oh Mann. Coole Sache. Kann ich jetzt einen Sherbet fangen lassen, oder was? Ich dachte, das würde so ein bisschen seine Form behalten. Schade. Morgen. Morgen. Oh, mir tut immer noch alles weh von der Jagd nach dem Elefanilla. Ja, ich kann den Sherbet jetzt fangen lassen. Ist das geil. Keine Chance, du kommst hier nicht weit mit Worten. Ich weiß es, du glaubst es nicht, aber hey, ich mach mir Sorgen. So geht's nicht weiter, ich schau auf in das Himmelblau. Erkenn den Sinn, aber weiß nicht, was ich machen soll. Seitdem ich klein war, niemals so allein. Ja, ab da war mir klar, das ist alles nicht so einfach. Du hast nicht viele Chancen, vielen geht's beschissen. Und die blutigsten Kriege richtest du aus auf an deinen Rücken. Doch du gehst weiter, lässt die Stimme dich leiten. Der was sind 17 Jahre Schmerz verglichen mit ewig Leiden. Ich enttäusch, du mich selbst, was mir fehlt. Nicht nur Geld, aber frag ich mich mal ehrlich, bricht der Glanz weg, der mich hält. Alleine auf der Welt segel ich auf dem Boot. Ich würd kotzen, wenn ich könnte, geht nicht in, ehrlich tot. Auch knapp wieder 2000, ey. Ein bisschen zurück hier vielleicht. Anbieten, aber ich habe gerade das letzte gegessen. Bevor ich an nicht viel, keine Chance, du kommst hier nicht weit mit Denken. Im Endeffekt lenken unsere Gedanken hier unser krankes Leben. Das ist ein Kreislauf, niemals bleibt er stehen. Weißt du was? Ich hab eine Idee. Wenn das schon so klein ist, dann könnte man es doch. Doch ich fange sie nicht auf. Wenn ich weiter gehe, geht vielleicht doch mal das Licht auf. Ich gehe nicht drauf, solange ich noch weiß, wer ich bin. Doch es scheint aus, ich so sehr gut am Ende gewinnen. Vielleicht die Scheiße, die mich immer wieder unterdrückt. Und ich bleibe liegen, sinke immer wieder ein Stück. Wenn es das ist, wofür jetzt gekommen seid, um zu sehen, wie ich fall, tut es keinem leid. Ich muss noch eins weiter ausgestreckt werden, dann könnte ich das schön. Dieses Gefühl von Leere, ich werde endgültig gehen.
Das machen wir mal. Pass mal auf, das machen wir. Das hier? Hallo? Komm rein, hast du Geld da? Und dann? Nein, ich mach nur Witze. Das soll es also sein? Nein, das sollte es nicht sein. Das könnte sehr schnell lästen. Hast du So, das hier soll es sein. Können wir es auch hier machen? Ne, da geht's schon nicht mehr, siehst du?